So, Leute. Wir sind zurück in Far Cry 6. Und nicht da, wo wir aufgehört haben, sondern wir sind... Auf der Finca Charbonnet gibt es einen Bauern, der dich mit seinem Hubschrauber hinbringen kann. Sag ja, ja. Einfach, du gehörst zu La Moral. Jemand von oben kann dir sagen, wie du dorthin kommst. Beeil dich lieber, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben. Ja, ja, ist recht. Also, wir haben jetzt gerade sie hier besucht, beziehungsweise aufgesucht. Wir sind aktuell gerade in Conucho, in Concepción. Und wir müssen jetzt auf ein Schiff und da die Geisel befreien. Das Ganze ist wieder die neue Revolution, also ein Hauptauftrag, nehme ich an. Und den habe ich jetzt angenommen und den wollen wir zusammen machen. So, oben müsste irgendwo jemand warten auf uns, der uns jetzt dahin bringt. Berto hat gerade gesagt, dass Libertad die Rettung übernimmt. Wirklich? Libertad? Sieh mal an, du wirst Yara retten, oder? Das ist der Plan, ja. Ich kenne einen Bauern mit einem Hubschrauber, der dich zum Schiff fliegen kann. Folge mir. Alles klar. Ein Bauern mit einem Hubschrauber. Wo haben die denn den Hubschrauber her? Nimm den alten Girasol. Sei lieb zu ihm. Ich nehme nicht den, ich nehme den hier. Der hat einen schönen Sattel. Das ist alles okay. Wow. Du gehörst zu Libertad? Ja. Ich glaube, es wäre großartig, wenn wir unsere Kräfte vereinen. Echt? Wir haben gekämpft und wir haben gewonnen. Aber Admiral Benitez wird immer mehr haben als wir. Töten wir einen Soldado, wird er morgen durch drei andere ersetzt. Und wenn bei La Moral Leute sterben, kann man sie nicht ersetzen? Nein. Und zusätzlich versuchen die Bauern und Bürger nur zu überleben. Die wollen nicht kämpfen. Wir brauchen frisches Blut, richtige Krieger. Wieso fragt ihr nicht einfach die Legenden? Wir haben es versucht. Keiner von den Abuelos will kämpfen. Ein paar sollen sogar Castillo unterstützen. Verirrst du dich? Also, ich sehe keinen von ihnen kämpfen. Ich arbeite dran. Also, woher haben die Bauern denn jetzt einen Hubschrauber? Sie haben ihn aus Teilen von Abgeschossenen zusammengesetzt. Binga. Diese Bauern sind zu 100% auf unserer Seite. Und die anderen Bauern nicht? Manche schon. Manche halten zu Castillo. Denkst du, wir können sie auf unsere Seite ziehen? Wir werden sie brauchen. Das ist der einzige Weg, wie wir El Este befreien können. Was ist denn los? Wir sind da. Das ist... Ich war noch nicht fertig. Wir werden sie brauchen. Das ist der einzige Weg, wie wir El Este befreien können. Vielleicht werden sie uns unterstützen, wenn sie hören, dass Libertad mit uns kämpft. Du bist gute Propaganda, Dani. Alles klar. Ich bin gute Propaganda. Läuft. Okay, du hast den Hubschrauber hier, sagst du? Du gehörst zu La Moral, oder? Jelena hat mich angefunkt. Du willst zu diesem Boot? So ist das. Steig ein. Okay, du siehst schon aus wie Maverick aus Top Gun. Alles klar, dann bring den Vogel mal in die Luft, Freund. Ich heiße Calixto. Dani. Ich werde unterm Radar fliegen. Ich bringe dich so weit ran, wie es geht. Wo hast du fliegen gelernt? Ich hatte meine Grundausbildung als Pilot vor ein paar Jahren. Ich bin rausgeflogen, weil ich zu einem Hauptmann Scheißefresser gesagt habe. Ich bin bei den Bodentruppen rausgeflogen. Wie sich rausgestellt hat, wird der Sargento nicht gerne in den Hals geboxt. Gut zu wissen. Ich habe dich noch nie gesehen. Seit wann bist du bei La Moral? Moment mal. Mir wurde gesagt, du gehörst zu La Moral. Diese Operation ist ein Gefallen. Ich bin von Libertad. Was kannst du mir über La Moral sagen? Anscheinend nix. Kennst du dieses Dorf? Sie nennen es Maldito. Heißt das wirklich so? Ja. Hat irgendein Spanier 1400 irgendwann so benannt. Vor ein paar Monaten hat Admiral Benitez das Angeln für illegal erklärt. Die Leute haben protestiert. Benitez hat die Hälfte der Einwohner hingerichtet. Und was macht La Moral? Sie spüren jeden einzelnen Soldado auf, der die Hinrichtung ausgeführt hat. Und ich meine nicht im Guerilla-Dschungel-Auflauerkram-Sinne. Die haben die nach Hause verfolgt und ihnen die Kehle durchgeschnitten, während ihre Familien schliefen. Wie in Assassin's Creed. Diese Leute sind schlau, organisiert und kaltblütig. Malaka, ja? Wie in Assassin's Creed, alles klar. So, ist das das Schiff oder das da vorne? Ich glaub mal hier, das hier, ne? Das ist jetzt der Schaupass. Wir beobachten alle Militärkonvois, die hier langkommen. Und erstatten La Moral Bericht. Klingt nach einer straffen Organisation. Die wissen, was sie tun.
Yelena ist besser organisiert als das Militär. La Moral steht hinter uns. Als Admiral Benitez anfing, gegen unsere Familien vorzugehen, ging La Moral gegen sie vor. Sie haben jeden Soldaten getötet, der es gewagt hat, unser Land zu betreten. Bald darauf kam keine mehr. Aha. So, also hier auf dieses Schiff müssen wir. Kanadische Flagge. Weiter kriege ich dich nicht ran. Das ist super. Gracias, amigo. Dann wünsche ich dir viel Glück. Danke dir. Ich steig mal aus, wa? So, kriegen wir. Auf, wenn wir hier einen Wingsuit nutzen. Schade, ich wollte jetzt eigentlich hier so. Na, dann müssen wir da vorne rein. Wir müssen auf jeden Fall auf dem Schiff die Geiseln befreien. So, dann gucken wir mal. Hallo? Leiche, wo siehst denn du eine Leiche? Shit, ich sehe die nicht, ne? Das ist halt doof. Okay, so viel zum Thema leise. Dann eben auf die harte. Boah, ich wollte es eigentlich schön leise machen, weil hier kommen bestimmt 1000%ig ein Haufen Flugzeuge und so. Hallo. Wo seid ihr denn alle, sag mal? Hier ist irgendwo einer. Ach, da. Ja, so arg viel können doch jetzt nicht mehr hier sein, oder? So, wo laufen wir denn am besten lang? Warte mal, bevor wir da runter gehen. Da steht noch einer, guck mal. Hallo. Ich finde dich schon noch. So, das müssten alle gewesen sein, oder? Was ein Scheiß. Oh, was ist mit denen? Wenn ich nur befreien könnte. Muchas gracias. Ja. Einige unserer Kämpfer haben sie in den Container über dem Loch gesteckt. Rette sie! Halte durch. Los Bandidos. Für Bandito-Einsätze musst du Anführer und Rekruten einsetzen. Anführer schließen sich dir an, nachdem du Einsätze und die arenische Geschichten abgeschlossen hast, okay. Rekruten gewinnst du, indem du Geisel befreist. Alles klar. So, und hier müssen welche sein, sagt er. Hey, hilf uns!
sind die da oben in dem Container drin? Ja, wie kriege ich denn den Container hier runter? Ah, wartet mal. Ich glaube, ich habe da... Ah, ja, alles klar. Ah. Ah, okay, die fahren so runter. Okay, verstehe. Verstehe. Und jetzt können wir da runter die rauslassen. Hoffe ich. Jelena, ich bin auf dem Schiff. Ich habe so viele befreit, wie ich konnte. Hab Geduld. Ich schicke Boote und Verstärkung. Gracias. Hier spricht Admiral Benitez. An die falschen Jaraner. Ich habe euch Terroristas genau da, wo ich euch haben wollte. In diesem Augenblick sind Streitkräfte auf dem Weg zu eurem Standort. Ich empfehle euch, eure Waffen niederzulegen und einen letzten Blick auf eine Nation zu werfen, die euch nicht will. Anstatt Yara friedlich als Parias zu dienen, werdet ihr sterben. Gleich hier und jetzt. Okay. Wow. Ich sehe quasi gar nichts. Okay. Jelena, wo bleiben die Boote? Sie warten darauf, dass du den Luftraum säuberst. Einer der Flieger sagen, dass sie stillhalten sollen. Wow, mittendrin, Alter, Digga! Uff. Von wo? Ich sehe gar nichts. Alter! Kann ich die Dinger hier bewegen? Verstärkung ist unterwegs, Libertad. Mann, ich hätte früher anrufen sollen. Die Boote sollten jeden Moment hier sein. Weiter so. Oh, shit. Okay, da kommen Boote. Mal da hoch, ne? Um zur Küste zu gelangen. Ja, ich eile, ich fliege. Ich hoffe, ja, lass doch erstmal ans. Boah, Junge. Okay, wir können. Wir machen den Weg frei. Okay, wo? Ah, da. Okay, überhitzt. Wo ist noch eins? Da. Oh, Alter, geht's hier ab. Oh, das sind unsere. Okay. Ziel abgeschlossen. Das ist doch schon mal... Niemand kann La Morale aufhalten! Nadie!
eine harte Nummer. Ich brauch was zu trinken. Yelena, alles erledigt. Deine Leute sind sicher. Ich weiß. Sind wir für die Vorräte quitt? Na klar. Kann ich sonst was tun? Dani, komm zurück nach El Agujero. Hier wird es ernst. Wir müssen unsere Leute zusammentrommeln und die nächsten Schritte besprechen. Dale. Dale. Kommt daher das Wort Dali? Wir müssen hier hin. Du kannst nicht aktivieren, Mission. Warum nicht? Okay, vielleicht kurz warten, bis es fertig gespeichert hat. Alles klar. Jetzt vielleicht. Du kannst nicht per Schnellreise zum Ort einer aktiven Mission reisen. Ach, tatsächlich. Alter, das sieht aus, als passieren hier furchtbare Dinge. Es passieren hier furchtbare Dinge. Alter. Okay, dann schießen wir halt mit Großkaliber. Super, ich hätte ja ein Auto gebraucht. Geierfleisch. Kommen sie gleich angeflogen, die Geier. Ein Hundi. Clara, ich habe La Moral getroffen. Wieso hast du mich nicht zuerst zu denen geschickt? La Moral? Laut meinen letzten Infos stand diese kleine Splittergruppe kurz vor dem Zerfall. Die sind deutlich schlagkräftiger als die Legenden. Okay, aber bleib wachsam. La Moral hat einen miesen Ruf und ich will nicht, dass die Libertad mit in den Abgrund ziehen. Ich halte die Augen auf. Gute Idee. So, warum darf ich den ganzen Weg jetzt latschen? Na gut, wenn ich halt auch alle Autos, die es so gibt, kaputt mache, brauche ich mich nicht wundern. So. Also dann mal Kokos Konuko Ofen. Okay, hier können wir einen Schatz suchen. Oh, können wir Trecker fahren? Geht das eigentlich? Bestimmt, oder? Komm, alles besser wie gelaufen. Jawohl. warte mal, zeichne das mal auf der Karte ein. Hier, nee, wir machen gleich das. Oh Junge, Alter, da kommen wir ja niemals wieder an. Komm, wir machen den Tausch. Dir scheint es nicht... Ja, Mahlzeit. Du kannst mit dem Trecker fahren. So, also. Oh, das klingt aber auch nicht gesund hier, das Auto. Schön in den roten Drehzahlbereich gedonnert. Hochgedreht bis auf 13.000 Umdrehungen, wie bei einem Moped. So. Hast du nicht gemacht eben. Glaub, es geht los. Achso, ja, genau, wir haben ja Geisterstunde. Ne, Ausgangssperre. Oh, ein Panzer. Vielleicht nicht unbedingt mit einem Panzer anlegen. Und zur Sicherheit stecken wir auch mal die Wumme weg. Hast du alles im Blick, mein Freund?
ja, ist ja gut, Junge, ist ja gut. Aber ich hatte doch hier eine Mission. Besprichst die nächsten Schritte mit Lena. Nee, halt, stopp. Ach doch, jetzt auf einmal brauche ich... Das ist ja dubios, wo muss ich denn jetzt hin? Okay, die Dinger muss ich mal noch wegmachen hier, dass man hier wieder, dass man hier ordentlich fliegen kann. Sind wir hier hin? Nö. Hä? Sprich dich mit Jelena. Ach, war die auf der Insel da unten? Nö. Hä? Wo muss ich denn jetzt hin? Wichtige Erledigung. Jelena Morales, es war die hier in Konzeption. Konzeption. Besprich die nächsten Schritte mit Jelena. Oder Jelena. Geh zurück nach El Ajuero. Die Sache wird ernst. Okay, wo ist El Ajuero? Jo, nö. Da ist Esperanza. Costa del Mar. Das ist doch Jelena, da muss ich doch hin. Ja, dann reiß doch mal da schnell hin, bevor ich jetzt hier ewig... Ist das da, wo ich hin muss? Ich weiß es gerade gar nicht, aber da waren wir sie ja zu Anfang gehabt, ne? Die Jelena. Okay. Hey, gute Arbeit mit der Rettung. Danke. Ja doch, da müssen wir hin, tatsächlich. Irgendwie wurde das nicht mehr angezeigt. Was ist hier los? Rudelbildung. Ein paar von unseren Freunden wollen aufgeben. Okay, hör zu! Es ist nicht wert, dafür zu töten. Und schon gar nicht dafür zu sterben. Wir sind jung. Wir sollten da draußen sein und saufen und vögeln. Die Schule schwänzen. Woo! Unsere Eltern... Und Großeltern haben unsere Zukunft schon gestohlen. Wieso sollte uns das jucken? Das habe ich immer gedacht. Und dann eines Tages spazierte Admiral Benitez in mein Klassenzimmer mit einer Waffe. Sie rief die Namen auf und wir traten vor. Einer nach dem anderen. Alvarez! Bermudez! Carrillo! Sie verlass ihre Vergehen. Demonstrieren, Flyer verteilen, einen Post von Clara Garcia liken. Fernandez, Jiménez, Peña. Ich lernte eine Lektion an meinem letzten Schultag. Man steht entweder auf der richtigen Seite der Geschichte oder auf der falschen Seite von Castillos Waffen. Weise Worte, Guerriera! La Moral braucht Mitglieder? Vielleicht. Was denn? Gibt's eine Altersbeschränkung? Ich werde bluten für La Moral. Wenn ihr mich nehmt. Willkommen im Krieg, Viejo. Viejo! Wie schalten wir die Admiralin aus? Liegestütze! Das ist der erste Schritt zum Sieg! Das Grand Hotel, Danny. Fang da an. Da ist ein Konvoi, mit dem ich mich gern anfreunden würde. Nein. Wir brauchen Carlito. Liegestütze lügen nie. Okay, wir brauchen Carlito. Und hier hat sich anscheinend was getan. Die Legenden und La Moral arbeiten jetzt zusammen. Sehr geil. So, dann gucken wir erstmal in unser Notizbuch. Da haben wir Einsätze aktuell für La Moral. Gut, das sind halt alles diese Nebenquests. Hier haben noch ein militärisches Ziel. Sagen wir brauchen das fünfte legendäre Mitglied der Revolution. Was haben wir hier? Knuckleball. Ah,
her dann. Du hast dir gerade in die Hand geschnitten. Bist du sicher, dass Liegestütze eine gute Idee sind? Was soll ich sagen? Deine Rede hat mich motiviert. Ich mag diese jungen Guerilleros. Sie erinnern mich an, naja, mich. Nur kleiner. Und wir werden mehr als einen Keller voll kleiner Tiger brauchen, um diesen Krieg zu gewinnen. Die Zeit ist gekommen, Bebe Tigre. Wir brauchen Carlito, das fünfte legendäre Mitglied der Revolution von 67. Und der härteste Kerl, den ich je getroffen habe. Soldados pissten sich in ihre Pantalones, wenn sie ihn sahen. Kennst du den Ausspruch, zwei Fliegen mit einer Klappe? Also, Carlito hat mal zwei Flugzeuge mit einer Kugel abgeschossen. Er ist ein Held der Nation. Also, das war er, bevor er in den Ruhestand ging, um im Museum zu arbeiten. Das Regime hat ihn in einen Käfig gesteckt, damit dreckige, wahre jaranische Touristas ihn beleidigen können. Seine wahre Bestimmung liegt auf dem Schlachtfeld. Wir treffen uns am Museum. Zusammen werden wir Carlito aus seinem Gefängnis befreien. Machen wir. Castillo hat viele Kugeln, aber wir werden Carlito haben und Carlito braucht nur eine. Okay. So machen wir das. Warte mal, wo müssen wir denn da hin? Ganz da runter. Ja, dann lass doch mal hier hin fix schnell reisen, dann sind wir doch gleich da. Sehr schön. Hey. Hey. Grüßt euch. Du hast echt Cojones. Ja, natürlich. Mächtige Cojones. So, dann wollen wir mal da runter. Das war hier übrigens so ein Gebiet, das war eine Basis. Das wusste ich nicht. Hier war eigentlich ein Flugabwehrgeschütz gestanden, so wie hier unten auch. Und dann war das eine Basis und dann habe ich die fix eingenommen noch. Das war offscreen, wo ich das gemacht habe. Deswegen, das ist so ein Park. Hier stehen überall so Mammuts rum. Oh. Und geben Geräusche von sich. So, da unten müssen wir hin. Sehen wir da schon was? Nö. Das ist dieses Museum, ne, wo der arbeitet. Der Boy. Okay. Frage, wenn ich hier abspringe. Perfekt. Geräuschlos durch die Nacht. El Tigre, ich bin beim Museum. Ich auch. Wenn du Fotos von uns sehen willst, als wir noch jung und naiv waren, leg die Waffe weg und geh einfach wie ein Turi da rein. Ja, dann probieren wir das doch mal, oder? Wenn er das schon sagt. Geschenkte Kugeln. Okay, hier finden wir jetzt überall. Was ist das hier? Nach einer gewalttätigen Demonstration flieht die Terroristenzelle aus Yara. Ist das Diego? Der arme Junge hatte nie eine Chance. Ja, wo ist Diego? Danke, dass ihr für uns kämpft, Libertad. Ja, woher weißt du, dass ich bei Libertad bin? Okay, schickes Museum. Por favor, no torsa. Okay, ist halt schwer angelehnt, ne, an Kuba und Fidel Castro und Che Guevara und so Späßchen. Hallo, Meister.
Die Frage ist, wo arbeitet der Boy? Da sitzen sie. Das hat schon was von nachts im Museum, ne? Na, warte mal, hier geht's. Hallo? Alles fresh? Ja, Entschuldigung. Hallo. Wer ist er denn? Der erste Löwe Yaras, Gabriel Castillo. Ah, okay, das ist... Ja, mach dir mal alle schönen Bilder hier. Wo ist denn der Typ? Ein Alarm. Hallo, Adel verpflichtet, was haben wir denn da Schickes bekommen? Adel verpflichtet. Uhuhuhu. Ja, okay, aber ich bin halt ein Freund von Schalldämpfern. So, pass mal auf, wir müssen jetzt hier gucken. Hallo. Hallo. Bist du müde, Dude? Kamera. Hat sich erledigt. Hallo. So, haben wir. Oh, was liegt denn hier alles rum? So viel Zeug. El Tigre? Ist Carlito etwa ein scheiß Panzer? Na klar doch. Was hast du denn gedacht? Okay, es ist ein Panzer. Oh, da hinten läuft noch einer. Interessiert ihn auch nicht, dass du... Er zittert, Castillo, vor Angst vor dir. Ja, ich hoffe es auch. Weil irgendwo muss hier noch so ein Typ sein. Und bevor den... Da ist er doch. Moment, ich deaktiviere gerade den Alarm. Ich kann ihn wohl kaum hier raustragen. Carlito braucht nur ein bisschen Liebe. Das schaffst du. El Tigre und Carlito wieder vereint. Bebe Tigre, geh du ans Steuer. Ich schieße. Jetzt komme ich. Carlito ist ein Panzer. Carlito! Bebe Tigre! Ihr habt es geschafft! Du
Du hättest mir direkt sagen können, dass Carlito ein scheiß Panzer ist. Ja! Was redest du denn? Das ist Carlito! Jeder kennt Carlito! Bebe Tigre! Es gibt da eine Höhle, die wir während der Revolution genutzt haben. An der nächsten Straße links, dann zur Brücke. Nichts wird sich uns in den Weg stellen. Oh. Flammenwerfer eingebaut, Alter. Okay, zeig mal, wo wir hin müssen. Da müssen wir hin. Carlito. Alles klar. Klar, steht auch auf der Kanone eben, sehe ich es gerade. Carlito. Junge, sind die fertig. Ja, komm schon, der muss da... Ah ja. Da macht er den Abgang. Und du glaubst, wenn wir hier rumballern wie die Gestörten, dann finden die auf jeden Fall niemals diese Höhle, wo wir jetzt hinfahren. Oh, hallo. So viel Spaß hatte ich zuletzt damals mit Lobo. Ich wollte dir schon länger etwas sagen. Schlechter Zeitpunkt. Das macht echt verdammt Spaß. Es geht um Lobo. Weißt du noch, wie ich sagte, dass er... Ehrlich, ich würde gerne noch eine Geschichte über dich, Lobo, und die Legenden hören. Aber ich habe gerade zu tun. Ja, du hast recht. Carlito soll sich rächen. Vamos! Das mit dem Jeep, den nehmen wir mit, oder was? Oh, Alter. Der Boy da oben schießt ja genug. Hey, Liga, leg uns ziemlich alt und steckt mächtig was ein. Können wir das überstehen? Carlito ist der, der tötet, Baby Tigre. Niemand kann Carlito töten. Was er erzählt. Wir sind fast bei der Höhle. Sie liegt auf der rechten Seite. Oh, ich glaube, Carlito ist meine neue Lieblingsliga. Ich tue so, als hätte ich nichts gehört. Aber ich verstehe dich. Ja, ja, alles gut. Da ist die Höhle, Danny. Du musst da rein. Okay. Wir sind drin. Alles klar. Das haben wir geschafft.
Hey, Tigre! Lorenzo, wie schön! Was verdammt macht der hier? Er sollte Carlito mit eigenen Augen sehen. Mi compai! Wie viele Jahre hängst du jetzt auf diesem Berg fest? Zu viele. Carlito und ich, wir teilen viele Erinnerungen. Es wird Zeit für ein paar neue. Los, schließ dich an, Hermano. Der Krieg ist vorbei, wenn alle frei sind. Si! Hey, komm! Komm schon, das wird gut! Schon okay. Komm schon! Okay, scheint so, als hätten wir die anderen jetzt auch überzeugt. Da steht er. Ein Panzer gegen eine ganze Armee kannst du machen. Kannst du machen. Ja, lass mal hier. Der Krieg ist vorbei, wenn wir alle frei sind. Seit wann zitierst du denn Lobo? Seit ich endlich aufgehört habe, mich selbst zu verarschen. Und nur die Wahrheit. Gureus, wenn ihr Vorräte Munition, alles klar. Lobo hatte ein Talent dafür, leeres Gerede zu entlarven. Ich wünschte, er wäre hier. Er wäre so für uns und Carlito. So, können wir hier was dran basteln? Das wäre jetzt interessant zu wissen. Wir haben hier übrigens eine neue Wumme, guck mal. Die ist auch ganz nice. Wenn ich hier nur... Dreimal Mittelstrecken. Kurzstreckenvisier. Viermal Mittelstreckenoptik mit Präzisionszielvorrichtung. Das ist die, die wir gerade haben, ne? So, die machen wir mal dran. Schalldämpfer dran gebaut. Und was haben wir hier munitionsmäßig? Weichzielmunition, panzerbrechende Munition. Oh, nice. Erweitertes Magazin. Okay, das können wir gebrauchen. Überlegene Position. Der Gewehrschaden gegen Gegner unter dir erhöht sich. Revolver hält die Geschwindigkeit beim Zielen und Wegstecken wird erhöht. Ja, erweitertes Magazin ist vielleicht ganz geil noch. Ne, wir bleiben so. Die sieht ganz geil aus. So, und was hängen wir da ran? Oh, ich würde sagen, den Baseball, der ist cool. So, dann können wir die nämlich mal ausprobieren hier. Die können wir ja leider nicht, nee, das ist schade, dass man an den Waffen nichts ändern kann. Ja, probieren wir die einfach mal aus. So. Da können wir an Mods nichts. Oh, doch. Vorteile nutzen. Ja, komm, die kehren wir mal um. Was haben wir denn hier eigentlich dran? Die da. Du lass doch dran. Doch cool. Okay. Seitenwaffen. Hier haben wir die M9. Kann man da was dran basteln? Leicht vergrößertes Kurzstreckenvisier. Kurzstreckenvisier, improvisiertes Kurzstreckenvisier. Und wir machen das mal dran. Und dann machen wir hier mal panzerbrechende Munition, das ist nie verkehrt. Und bei den Mods, flinke Finger. Die Nachladegeschwindigkeit beim Austausch eines angebrochenen Magazins wird erhöht. Du bewegst dich beim Zielen schneller. Der erste Schuss nach dem Nachladen fügt mehr Schaden zu. Dann nehmen wir das noch mit. So, was haben wir hier für ein... Also chrommäßig. Ja, die machen wir mal so. Cool, dann rüsten wir die mal aus. Sehr nice. Und was haben wir da als Präzisionswaffe? 3, da haben wir die Schrotflinte. Können wir an der noch was basteln? Das wäre halt auch cool. Schrotmunition, hoher Schaden auf kurze Entfernung mit größerer Kugelstreuung. Ja, nehmen wir. Schalldämpfer geht nicht. Ach shit, da fehlt uns jetzt wieder. Ja, wobei, das ist eine Schrotflinte, ne? Da brauchen wir jetzt... Da brauchen wir nicht so wirklich irgendwas. Hier nehme ich mal die Schallplatte, die ist cool. Alles klar, Supremo, den nutze ich irgendwie so gar nicht, ne? Guck mal. Ich glaube, die ist ein bisschen besser, weil sie halt ein bisschen... Das ist cool. Das machen wir. So, Freunde, was haben wir denn jetzt als nächstes?
Libertad, Geheimversteck, Juan Cortés. Dann würde ich sagen, machen wir das als nächstes. Wo müssen wir denn dafür hin? Jo. Was ist das? Juan Cortés, Geheimversteck, ja. Ja, dann reisen wir doch mal fix darüber. Und gucken mal, Libertad. Was die jetzt für uns haben. Ich meine, wir haben ja jetzt die Legenden von 67 haben wir jetzt schon zusammengeführt. So, wo ist er? Der Boy. Ist immer noch irgendwie mein liebster Charakter in dem Spiel. Der macht Spaß da, der Juan. Juan, wo bist du? Da hinten ist er. Hallo. Ah, die sind wieder so süß. Die kann man wieder füttern, ne? Kann ich dich füttern? Ne, warum kann ich dich nicht füttern? Ach, schade. Ich hätte dich gern gefüttert. So, hier haben wir das Libertad-Hauptquartier. Ah, warte mal, da können wir doch auch noch ein paar Sachen kaufen, ne? Da könnten wir auch noch mal fix gucken. Da können wir alles tauschen. Das können wir tauschen. So, und hier können wir kaufen. Ah ja, gut, da kannst du nur die Impro-Waffen kaufen. Oder eben die Waffen. Abgesägte Schrotflinte. Raketenwerfer. Maschinenpistole. Mhm. Na gut, ist jetzt nichts dabei, was wir unbedingt brauchen. So. Gucken wir mal, was Juan von uns will. Wurde auch Zeit, du musst ein paar Übergaben für mich machen. Du lieferst das Vivero, ich hol die Gewinne ab. Für wen ist das Zeug? Schon mal probiert? Ich war neugierig und nehme sie jetzt dauernd. Jetzt pisse ich lieber auch eine. Nein. Wer bezahlt uns für das Vivero, Juan? Bevor wir Castillo umlegen, fragen wir nach mehr Geschmacksrichtung. Es sind die Yankees. Schlimmer. Die CIA. Die scheiß CIA steckt mit Libertad unter einer Decke? Was hält Clara davon? Wenn sie es wüsste, hoffentlich sowas wie Danke, Juan. Gut, dass ich Waffen habe, um damit Castillo umzubringen. Und so weiter und so fort. Freiheit kostet Geld. Clara fragt nicht. Und ich sage nichts. Das ist ein Privatclub. Nur du... Ich und Leuchttürme voll mit Antons Bonbons. Clara muss für die Leute blitzsauber bleiben. Du beschützt sie. Ich bin, glaube ich, nicht der Einzige, der auf Clara aufpasst. Vergiss nicht. Nach der Revolution wird sie keine Zeit mehr für einen Guerriero wie dich haben. Nur für den Fall. So ist es recht, Danny. Okay, was pfeifen die sich da rein? Weiß man nicht, ne? Alles klar. Wo müssen wir denn da jetzt hin? Ah, okay. Jeweils an die Küste. Ah, das kann ja lustig werden. Und keine Schnellreiseorte in der Nähe. Ja, okay, Leute. Dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge. Weil die Folge geht ja jetzt auch schon wieder ein paar Minuten. Dann würde ich sagen, wenn ihr Bock habt, sehen wir uns zur nächsten Folge. Dann geht's hier weiter. Macht's gut. Bis dahin.